Was für ein Jubiläum feiern wir eigentlich dieses Jahr? 70 Jahre Faller. Und damit hat Hendrik Mielke, der rechts neben mir steht, schon gesagt, wo wir sind. Bei der diesjährigen Spielwarenmesse in Nürnberg am Stand von Faller. Und er wird uns jetzt sicherlich gleich erklären, was es Neues gibt. Auf jeden Fall. Aufgrund unseres Jubiläums haben wir letztes Jahr bereits ein großes Modell vorgestellt. Steht direkt hier hinter uns. Es ist unser Kloster Bebenhausen, ein Originalnachbau, weitestgehend original, so wie es im heutigen Zustand als museales Kloster steht. Ein Bausatz mit 1400 Teilen insgesamt und sicher ein Erlebnis, das zusammenzubauen. Das ist der größte Bausatz, den wir je hatten bisher, also durchaus für ein Jubiläum geeignet. Und worauf ich besonders stolz bin, und wir haben es letztes Jahr eben schon vorgestellt, ohne zu wissen, ob wir es machen, wir haben die letzten Werkzeuge im Moment im Werkzeugbau, es sind nur noch zwei, die fehlen und dann kann das Kloster auch schon ausgeliefert werden. Die Frage wäre jetzt natürlich, ich muss jetzt mal dazu wirklich fragen, bei 1400 Teilen, bei so einem wunderschönen Kloster, muss man wirklich sagen, ein ganz gelungenes Modell, wie lange sitzt denn Modellbahner dran? Modellbahner weiß ich nicht, Modellbauer bei uns, die sitzen im besten Fall, denke ich, 4 Tage dran. Also Leute, die das halt sehr, sehr regelmäßig machen. Ich denke, normaler, versierter Modellbahner, Modellbauer, der wird sicher eine gute Woche damit zu tun haben, wenn er nichts anderes tut. Bei 1400 Teilen natürlich ein ganz schönes Stück Arbeit. Aber sieht wunderschön aus, kann man nur empfehlen. Ist auch mit Sicherheit der Blickfang einer jeder Anlage, denke ich mal. Das hoffe ich auf jeden Fall. Und dann haben wir ja nicht nur dieses Spitzenmodell zu präsentieren dieses Jahr. Es gibt ja noch mehr Neuheiten, die ihr sozusagen den Modellbahnern anbietet. Da gibt es diese Geschichte mit dem Bauernhaus, mit diesem Bauernhof. Ist ein ganzes Anlagenthema. Der Zuschauer sieht es jetzt auch im Bild. Das ist eigentlich eine wunderschöne Sache. Ja, doch. Das ist uns ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Wir treiben inzwischen seit 5 Jahren das Thema der süddeutschen Straßenbauernhäuser. Es war von Anfang an als großes Thema eben gedacht, mit inzwischen jetzt 10 Modellen. Wir haben das jetzt zu einem Abschluss gebracht mit den 2, wie ich finde, schönsten Modellen, also der größten Hofauskopplung quasi und dem kleinen Hof mit Hocheinfahrt. Und das sind einfach Modelle, die jetzt in der Gesamtheit auch eine dörfliche Darstellung wunderschön zulassen. Sieht auch ein sehr regionales Thema, in Oberschwaben, glaube ich, angesiedelt, denke ich mal. Also es ist so, dass die Ursprungsvorbilder aus Oberschwaben stammen, aber im Prinzip im gesamten süddeutschen Raum verortet sind. Also ich denke, das sind Modelle, die auch jede Anlage mit Sicherheit auch gutieren und bereichern werden. Dann kommen wir mal in eine etwas modernere Zeit, wobei das ja nicht unmodern ist, was wir gerade besprochen haben. Die ländliche Gegend ist ja auch modern. Aber ich meinte jetzt diese Industriethemen. Das ist ja auch immer faszinierend, wenn man das sieht. Und auf dieser Anlage sehen wir zum Beispiel als erste Neuheit eine Wagenwaschanlage für die Eisenbahn. Das habe ich so noch nie gesehen. Ja, das ist auch wieder ein Thema. Wir haben versucht, in den letzten Jahren besondere Eisenbahnthemen hervorzuheben. Es macht nicht unter Umständen viel Sinn, den 75. Kleinstadtbahnhof zu bringen, auch wenn es häufig gewünscht wird, der ein oder andere, ob wir den nicht auch noch machen können. In den letzten Jahren war es eben so, dass wir mit Dingen wie der Waggondrehscheibe zum Beispiel oder anderen Sonderthemen wie dem Thermitschweißen sehr große Treffer gelandet haben. Und wir haben uns dementsprechend jetzt die Originale in Stuttgart angeschaut für die Zugwaschanlage und haben die entsprechend nachgebildet. Leider ohne Funktion, aber Wasser auf der Modelleisenbahnanlage ist ja nicht ganz ideal. Naja, aber ich könnte mir schon vorstellen, vielleicht könnte man ja mal die Bürsten rotieren lassen. Apropos rotieren, was rotiert auf der Anlage, ist die Flaschen- oder ja, Milchflaschenabfüllanlage? Richtig, wir haben eine Molkerei mit allem, was dazugehört. Molkerei ist ein sehr schönes industrielles Thema. Wir haben es ausgelassen dieses Jahr, wie sehr, sehr viele andere hier in der Halle, uns auch über das Thema 500 Jahre Reinheitsgebot auszulassen und haben dementsprechend die Milch genommen und nicht das Bier und haben dementsprechend eine Molkerei mit den passenden Silos, mit Rührwerken, mit einer Entladestation für die Milch überdacht, entsprechend K-System befahrbar und der Abfüllung, wo eben Bewegung drin ist, wo ein Scanner drin ist, der die Flaschen kontrolliert. Und mit einem Verkaufsraum, wie er heute ganz, ganz häufig zu finden ist, an modernen Molkereien. Dann haben wir ja noch auf der Anlage neben dem Schrottplatz, neben der Autoverwertung, die Sie da wunderbar dargestellt haben, ebenfalls noch ein sehr herausragendes Gebäude, ist die Feuerwehr. Das ist ja wohl ein Original. Das ist ein Original aus Oberndorf, richtig.
Wir haben dort uns entschieden, obwohl wir ja bereits eine moderne Feuerwache seit einigen Jahren im Programm haben, nochmal eine neue Feuerwache zu machen. Das ist zwei Dingen geschuldet. Zum einen haben wir keine K-Systembefahrbarkeit der alten Feuerwache gehabt und das Thema des Feuerwehreinsatzes ist einfach das mitbeliebteste, was es gibt beim K-System. Und auf der anderen Seite sind wir von sehr, sehr vielen Sammlern angesprochen worden, die sagen, sie sammeln moderne Feuerwehrfahrzeuge und sie haben nichts, wo sie es davor stellen können oder in die Halle stellen können. Dementsprechend haben wir ein sehr, sehr schönes verglastes Mannschaftsgebäude mit Schulungsräumen, alles was dazugehört. Wir haben das Ganze etwas verkleinert und da Absprache mit dem Architekten, dass wir das auch dürfen, aber damit es der Bastler eben auch unterbekommt. Wir haben 4 Fahrzeugstände direkt beim großen Modell mit dabei. Es gibt aber eine Erweiterungsmöglichkeit um jeweils 2 Stände, damit ich auch eine große Sammlung hinbekomme und dann vielleicht die Feuerwache mit 10 Ständen, wie sie im Original steht, auch nachbauen kann. Wir waren apropos K-System ja schon beim Thema. Es ist ja im Grunde genommen jetzt die letzte Ausbaustufe gewesen, die wir vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal so ziemlich bei euch gesehen haben. Gibt es jetzt für das VDAK-System noch was explizit Neues oder ist das momentan der Stand, so bleibt es vorläufig oder gibt es noch neue Fahrzeuge dazu oder wie auch oder was? Also wir arbeiten permanent auf dem Thema weiter. Ich arbeite immer noch an Ihrem Roller, das kriegen wir schon hin. Das Hauptproblem, was wir dort haben, oder was heißt Problem, die Herausforderung, die wir im Moment haben, ist es, System zum Kunden zu bringen, die Kunden zu betreuen damit. Wir haben eben inzwischen einen sehr, sehr ordentlichen Kundenstamm, die damit arbeiten, offensichtlich zufrieden sind. Wir versuchen jetzt Kleinigkeiten in der Software zu bearbeiten und wir versuchen natürlich auch jetzt im kommenden Jahr einen ganzen Haufen von den Wünschen, die von außen kommen oder die von Ihnen noch da sind, in der Software umzusetzen. Da kann man ja spinnen bis zum Ende. Und wir werden natürlich auch weitere Fahrzeuge bringen. So wird es in diesem Jahr ein Scania-Fahrzeug geben, einen richtigen LKW, den wir bisher nicht hatten. Wir hatten bisher nur die 7,5-Tonner, Bus und die Feuerwehrfahrzeuge und die Kehrmaschine. Und jetzt werden wir auf die LKW-Schiene gehen und dann werden wir vielleicht sehen, ob wir in der Zukunft vielleicht auch das Thema Roller nochmal sehen werden. Das klingt wie so, nur wart's nur ab, wir werden sehen. Alles klar. Dann haben wir ein kleineres Funktionsmodell zu sehen mit dieser, na Drehscheibe ist es nicht, aber Segmentdrehscheibe, sagen wir es mal lieber so, die läuft wunderbar mit Antrieb. Genau, wir haben eine Segmentdrehscheibe. Es ist nicht die erste, die es auf dem Markt gibt. Wir haben aber versucht, die Sache dort anzupacken, wo wir Modelle am besten machen können. Wir haben sehr viel Erfahrung aus dem Kirmes-Modellbaubereich, was Funktionsmodelle anbelangt. Also haben wir gesagt, wir wollen auf der einen Seite wirklich aus ABS-Kunststoff die Mechanik haben. Wir haben 3 Kugellager verbaut, um auch schwere Loks transportieren zu können. Wir haben uns orientiert an der Märklin-3-Wege-Weiche, damit auch das im Gleisplan entsprechend abgebildet werden kann. Wir haben oben aber wunderschöne Echtholzfläche-Abdeckung, damit das Ganze natürlich auch realistisch aussieht. Also wir wollen Funktion und Optik in dem Modell verbinden. Apropos Optik und schön, ein Rummelmodell gesehen und da gibt es ja auch noch eine Neuigkeit drauf. Richtig, also wir haben 2 Neuheiten. Das eine ist eben die neue Auskopplung aus unserem ehemaligen Top-In-Auto-Scooter. Wir haben auf vielfachen Wunsch einen Stardrive-Scooter daraus gemacht. Das heißt, wir haben ein neues Dach, wir haben neue obere Verblendung und wir haben einen neuen Motor verbaut, der eine höhere Leistung hat und dort auch ein bisschen, sagen wir mal, Bauunzulänglichkeiten zulässt. Auf der anderen Seite, und das liegt mir sehr am Herzen, aber die Stadt der Mäuse, ein kleines, schönes Rummelmodell. Mäuse? Mäuse, ja. Richtige Mäuse? Normalerweise im wahren Leben sind da echte Mäuse drin. Im Modell wird es ein bisschen schwierig. Echte Staubmäuse. Wir haben die große Besonderheit, dass das Modell digital bedruckt ist. Das heißt, wir haben früher häufig bei solchen aufwendig gestalteten Modellen die Schwierigkeiten gehabt, dass der Bastler mit Decals oder mit Aufklebern arbeiten musste, das schwierig zu positionieren war und das entsprechend nicht unbedingt optimal ausgesehen hat. Jetzt ist das Modell eben komplett digital bedruckt, es muss nichts beklebt werden, es darf natürlich immer noch gebaut werden, das Modell. Und ich kriege aber auf jeden Fall als Bastler ein perfektes Ergebnis hin. Ich denke auch ein sehr schöner Hingucker. Sieht auch optisch sehr schön aus und die Bauaufsicht muss es ja abgenommen haben, sonst würde es ja nicht hier stehen. So sieht es aus. So sieht es aus. Dann haben wir noch eine kleine Kleinigkeit entdeckt: Beholzungsanlage. Richtig, wir haben Beholzungsschuppen. Ein Thema, was in der Epoche 1 verortet ist. Wie in den vergangenen Jahren haben wir auch dieses Jahr wieder ein kleines Epoche 1-Thema für die Spezialisten uns ausgeguckt. Früher gab es eben Loks, die mit Holz befeuert wurden entsprechend. Somit gab es auch nicht nur Bekohlung, sondern eben auch Beholzung. Da haben wir ein wunderschönes Lasercut-Modell aus Echtholz, was patiniert ist zusätzlich. Und ich denke, das ist ein ganz besonderer Artikel für eine kleine Gruppe.
So, dann sehen wir noch ein wunderschönes Modell einer Dampfmaschine. Das dürfte ja auch ein Hingucker auf jede Anlage sein. Davon gehe ich fest aus. Das ist ein Thema, glaube ich, was jedem Eisenbahner am Herzen liegt ein Stück weit. Wir haben die Größe absichtlich so bemessen, dass es eben auch in einem Industriegebäude Platz finden kann, wenn es entsprechend effektvoll beleuchtet ist, sicher auf jeden Fall ein Hingucker auf jeder Anlage oder auch museal im Freien stehen kann. Es kann ganz einfach angetrieben werden mit einem Motor und kann so entsprechend auch die richtige Funktion nachahmen. Wir haben ein Vorbild aus Thüringen genommen in dem Fall. Also wir sind nicht immer im Schwarzwald unterwegs mit unseren Vorbildern. Wo denn da in Thüringen? Oh, das weiß ich nicht. Okay, wir kriegen es noch aus. Das ist noch bis vor nicht allzu langer Zeit im Einsatz gewesen als Notstromaggregat betreibende Dampfmaschine. Sehr, sehr schönes Modell. Dann machen wir noch zum Schluss einen kleinen oder einen großen Sprung zu einer Spurweite, wo ich dachte, die gibt es eigentlich gar nicht mehr, die Spur Z. Und dann habt ihr ja auch was Hübsches einfallen lassen eigentlich. Richtig, wir haben für die Spur Z dieses Jahr sogar 3 Neuheiten. Das ist für uns verhältnismäßig viel. Ich denke, das ist für die ganze Branche verhältnismäßig viel. Wir haben einmal wieder ein Highlight, das ist der Bahnhof Hüinghausen. Ein Vorbild, was in der Nähe von Aachen zu finden ist und was entsprechend exklusiv wieder in Einmalauflage hergestellt wird von uns. Also sicher eine ganz besondere Geschichte. Auf der anderen Seite haben wir uns dazu entschlossen, einfach weil das Thema sehr stabil war, Z bei uns, was wir am Anfang kaum glauben konnten, als wir vor 5 Jahren wieder damit begonnen haben, haben wir auch ein Stadthausthema und ein Kleinstadtthema begonnen, was wir aber in Zukunft weiterführen wollen. Das heißt, die letzten Jahre hatten wir eben Einmalauflagen, die, wenn sie ausgelaufen waren, eben nicht mehr weiter ergänzt werden sollten oder nachproduziert werden sollten. Und jetzt haben wir entsprechend ein Thema, was wir weiterverfolgen werden, wo wir für unsere Z-Enthusiasten auf jeden Fall neue Sachen bringen wollen. Denke ich, ist auch interessant. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass es die Spur eigentlich noch gibt. Toll, dass ihr das macht. Ja, dann kann ich nur noch sagen zum Abschluss, tolles Sortiment, viele Neuheiten, richtige Hingucker. Und dann kann ich uns nur sagen, nächstes Jahr hoffentlich wieder.